Vorgestellt wurde der Ferrari 365 GTC4 im Jahr 1971 auf dem Genfer Automobilsalon. Er war als Nachfolger des 365 GT 2+2 gedacht und am Ende ein Kompromiss zwischen einem echten Zweisitzer und einem 2+2. Der Buckelige, Il Gabone, tauften ihn die Autojournalisten verächtlich. Tatsächlich ist im Fond kein wirklich vernünftiger Sitzplatz. Und an den Sportler Daytona kommt der 365 GTC/4 auch nicht heran, obwohl er einen wunderbar grollenden Motorsound hat und eine Höchstgeschwindigkeit von rund 260 km pro Stunde erreicht. Doch das einst als wenig aufregend deklarierte Design erweist sich heute als zeitlos elegant und unaufdringlich, wie so manche Karosserie aus dem Hause Pininfarina. Mechanisch lehnt sich das GTC4-Modell sehr stark an die Technik des Ferrari Daytona an. Lediglich einige Neuerungen wie eine Servolenkung, der größere Kofferraum und die seitlich angebrachten Fallstrumpfvergaser bekam der 365 GTC dazu. Ein großer Teil der Technik stammte aus dem Rennsport und wurde erstmals in ein 2+2-Fahrzeug eingebaut. Das 320 PS starke Triebwerk stammt in der Basis vom Daytona, wurde aber für den GTC4 modifiziert. Die seitliche Anordnung der Weber-Doppelvergaser sollte die Bauhöhe des Motors reduzieren und die flache Konstruktion der Front ermöglichen. Ein Blick unter die Motorhaube begeistert immer. Alles in diesem Fahrzeug ist mehrfach vorhanden. Im Zentrum der vier Nockenwellen sind die beiden Ölfilter. Der 4390 Kubik V12 Motor wurde wegen der Gewichtsverteilung relativ weit hinter die Vorderachse eingebaut und so musste das Getriebe auch anders angeordnet werden. Man behalf sich mit dem sogenannten Transaxle-System. Das heißt, das Getriebe sitzt nicht vorne am Motor, sondern hinten vor dem Hinterachsdifferential. Dies hatte auch Auswirkungen auf den Innenraum, da ein großer Getriebetunnel notwendig war. Die Ausstattung der Fahrkabine ist etwas aufwendiger als im Daytona. Das reich bestückte Armaturenbrett ist bereits in einem Schwung in die Hauptkonsole integriert. Die Klimaanlage gehört zur Serienausstattung, ebenso wie die Stoffbezüge mit den Lederabsetzungen. Die 4 in der Typenbezeichnung steht nicht für 4,4 Liter Hubraum, sondern für 4 oben liegende Nockenwellen, die seit dem 275 GTP4 bei Ferrari-Motoren verbaut werden. Bestellen konnte man den Wagen in 48 verschiedenen Lackierungen und 10 Varianten für die Innenausstattung. Der Ferrari 365 GTC4 wurde nur von Herbst 1971 bis Anfang 1972 gebaut. Viele der 505 gebauten Fahrzeuge wurden in die USA ausgeliefert.